Hallo liebe Hungrige, diese Cheeseburger Muffins sind eine leckere Alternative zum herkömmlichen Cheeseburger, handlicher, also eher eine Art Fingerfood und für Brunch, Party und vor allem auch Picknick geeignet. Wir brauchen dafür Sonntagsbrötchen aus dem Kühlregal, dänischen Gurkensalat, kennt vielleicht nicht jeder, deswegen zeige ich hier mal das Glas. Wir brauchen Tomatenketchup und Tomatenmark, etwas Sesam, am besten geschälten, optional etwas frischen Schnittlauch, Hackfleisch, Rinder oder gemischt, etwas Öl und an Gewürzen Pfeffer, Salz und Paprika edelsüß. Und außerdem, ohne dem wird es ja kein Cheeseburger, etwas Käse, entweder am Stück und ihr reibt selber oder kauft gleich geriebenen. Zuerst geben wir etwas Öl in eine Pfanne, erhitzen es. Wenn es nicht besonders mageres Hackfleisch ist, könnte aufs Öl auch verzichtet werden. Das Hackfleisch geben wir nun in die Pfanne und braten es krümelig an. Das heißt, damit sich keine Klümpchen bilden, muss es regelmäßig durchgerührt werden. Nach einigen Minuten ist es dann krümelig und braun angebraten. Nun geben wir das Tomatenmark mit hinein, rühren dieses ein und würzen anschließend kräftig mit Pfeffer, mit Salz und außerdem auch mit dem Paprika edelsüß. Alles nochmal gründlich umrühren und dann die Pfanne vom Herd nehmen. Nun nehmen wir eine Muffinform, fetten diese etwas ein und bestreuen dann die Mulden am Boden und am Rand mit dem Sesam. Sind dann alle Mulden ausgestreut, öffnen wir die Brötchenpackung, natürlich an der vorgesehenen Stelle. Und nachdem es plopp gemacht hat und uns der Teig entgegenspringt, trennen wir die einzelnen Teigstücke voneinander und befüllen damit die Mulden der Muffinform. Hat dann jeder ein Teigstück verpasst bekommen, drücken wir diese in der Mitte etwas nach unten und am Rand etwas hoch. Der Teig soll also nach unten etwas eingedellt werden, denn nun geht's ans Befüllen mit dem angebratenen Hackfleisch. Jedes Teigstück bekommt also eine ordentliche Portion davon, etwa einen reichlichen gehäuften Esslöffel voll. Und dann kommt die Form auch schon in den Backofen. Und zwar für 10 bis 15 Minuten, bei mir waren es 15, bei 180 Grad Umluft. 5 Minuten vor Ende der Backzeit öffnen wir den Ofen kurz und bestreuen die Muffins nun mit reichlich vom geriebenen Käse. Und es gilt wieder, mehr ist besser als weniger. Dann wieder in den Ofen schieben, diesen verschließen und fertig backen. So ungefähr sollten sie danach dann aussehen. Wir lassen sie kurz in der Form abkühlen, nehmen sie dann heraus und bestreichen die Oberseite mit jeweils etwa einem gehäuften Teelöffel vom Tomatenketchup. Und nun kommt der Gurkensalat zum Einsatz. Oben auf ihren Cheeseburger-Muffin liegen wir davon so 2 bis 3 Scheiben. Und nun können wir sie entweder so essen oder aber wir schneiden den Schnittlauch in Röllchen. Ich verwende dafür meine Kräuterschere, wo ihr eine solche herbekommt. Dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Abschließend nun die Cheeseburger-Muffins mit dem geschnittenen Schnittlauch garnieren. Und dann können wir sie also essen. War, wie ihr sehen konntet, ja überhaupt nicht kompliziert. Mir persönlich schmecken sie übrigens ohne Schnittlauch besser, ist halt aber wirklich Geschmackssache. Und sie schmecken nicht nur warm, sondern auch kalt lecker. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber das ganze Gegenteil, nämlich einen XXL-Hamburger oder vielleicht auch ein gefülltes Überraschungsbrot zubereiten wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.